Hallo, heute stelle ich euch von Medisana die Target Scale 3 vor. Dabei handelte es sich um eine Körperanalysewaage, die auch natürlich eine passende App hat für Android und für Apple. Zur Waage gibt es eine gute Bedienungsanleitung. Man kann auch ohne die App alle Funktionen direkt an der Waage einstellen. Was kann man alles einstellen? Zum Beispiel das Geschlecht, das Alter und das Wunschgewicht. Die Waage kann sowas wie Body Mass Index errechnen, auch den Fettanteil, den Wasseranteil im Körper. Das alles wird bei dieser Waage angezeigt. Was ist wichtig bei dieser Waage? Sie darf nur barfuß betreten werden und nicht mit Socken. Ja, wieso nicht mit Socken? Ganz einfach, weil eben der Kontakt mit den bloßen Füßen auf alle Kontaktringe vorhanden sein muss. Außerdem ist auch dann die Form der Waage so ausgelegt, dass es rutschig werden kann. Und hier haben wir auch schon das größte Problem, finde ich. Dadurch, dass die Waage gebaut ist wie ein UFO, gibt es wirklich Probleme, wer also gehandicapt ist oder auch körperliche eben Einschränkungen hat, die Waage richtig zu betreten. Also mir ist es passiert mehrmals, dass wenn ich hier meinen Fuß aufsetze, die Waage nach oben geht. Es ist eben auch komisch, man muss eben versuchen, auf diesen Hügel mit beiden Füßen zu treten, was eben auch schon eine Herausforderung sein kann. Beachtet man dies nicht, kann es eben passieren, dass die Waage nach oben geht, man das Gleichgewicht verliert, eventuell auch umkippt. Deshalb finde ich, warum muss sowas sein? Hätte man nicht das ganz flach machen können und auch mit diesem selben LED-Effekt? Nein, anscheinend nicht. Das finde ich sehr nachteilig. Machen wir mal hier das schöne Lichtspiel an. Sieht etwas aus wie Wer wird Millionär? Hier kann man sein Wunschgewicht einstellen. Man sieht eben, ja, ich bin ein Mann, das Symbol für einen Mann ist abgebildet. Macht etwas für die Disco wie zu Hause oder im Bad. Was fällt mir aber auch noch auf? Die Waage weicht bis zu 2 Kilogramm ab im Vergleich zu anderen Waagen. Also, ich habe jetzt insgesamt diese Waage und noch zwei andere Waagen ausprobiert, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, was das Gewicht mir angezeigt hat, wirklich stimmt. Und zur Beruhigung muss ich sagen, meine anderen beiden Waagen haben das richtige Ergebnis angezeigt. Also diese Waage hat Abweichungen von 1 bis 2 Kilogramm. Das führt bei mir auch schon wieder zum Abzug. Also, wie man auch hier sieht, die Waage ist extrem auch anfällig eben für Fettfinger, fettige Füße und somit auch leicht reinigungsintensiv. Was ist positiv? Die Batterien sind mit dabei. Dabei braucht man 4 Mignon AA Batterien. Das Lichtspiel ist schön, man kann mehrere Personen einstellen. Aber was ich eben wirklich sage, ist, die Form ist einfach nicht wirklich gut für eine Personenwaage. Das hätte man vorher mal mehr ausprobieren sollen. Ich finde, es ist einfach gefährlich, weil wer körperlich, wie gesagt, körperlich eingeschränkt ist, wird so eine Personenwaage meiden. Von mir gibt es deshalb für die Medisana-Waage nur 2 Sterne.